Wo wohnt ihr denn jetzt eigentlich, Alan? Mir vor, auf seinem Rittergut, oder? Selbstverständlich, was ist das für eine Frage, Boltax? Aber ich weiß doch nicht, wo das ist. Ja, ich weiß das auch nicht genau. Sag doch mal. Nun, es ist knapp 2-3 Tagesritte nördlich von Greifenfurt. Und das ist wo? Also, ihr erinnert euch an Werheim. Ja. Und von dort aus reitet ihr eine Weile westlich. Ah. Ist es schön da? Es ist im Winter kalt und im Sommer nass. Aber ich dachte, ansonsten westlich von Werheim liegt Angbar. Naja, eher westlich von Garret. Wir haben es ja noch ein bisschen nördlicher. Ah. Aber es lässt sich halbwegs gut auskommen. Nun, die Markgräfin erwartet natürlich jedes Jahr wieder, dass der Ork über den Finsterkamm kommt, aber bislang lassen sich da keine Anzeichen ablesen. Und macht euch das glücklich? Ich meine das Ritterleben. Es ist, wie es ist, aber mehr. Rondra wird es. Die Bauern zu beaufsichtigen. Vor allem ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass ich währenddessen einen frühen und gewaltsamen Tod sterbe. Das macht es ja so langweilig. Außer die Orks kommen über den Finsterkamm. Richtig. Oder du nimmst an einem Wagenrennen teil. Kleinigkeiten. Oder an einem Kampf in der Arena. Jedenfalls, Abelmir, ich habe jetzt Verpflichtungen, genauso wie Iserun. Ich kann mich nicht mehr einfach so wie ihr in irgendwelche Abenteuer hineinstürzen. Wir alle haben unsere Verpflichtungen. Das heißt aber nicht, dass wir in Langeweile sterben sollen. Ach, glaub mir, an Langeweile sterbe ich bestimmt nicht. Ich bin so viel herumgereist in den letzten Jahren, also nach Emis Geburt. Ja, ich auch. Und hämmert das an der Tür. Und dann könnt ihr sehen, wie sie aufgetreten wird. Und nach könnt ihr Hufklappern hören und mehrere Pferde kommen in den Innenhof hinein, gemeinsam mit mehreren Verkinas. Ey, Blutloser! Was sind das denn für Leute? Blutloser, wir kriegen noch Geld! Zulamin, eure Freunde? Aber mir bezahlt den Mann doch einfach. Zulamin geht mal die Treppe runter. Das nenne ich Engagement, Jungs. Und ja, Zulamin, wir kriegen noch Geld! Dann werfe ich ihnen Geld zu. Hier sind die Pferde. Sollten wir die hier hinbringen? Nicht direkt, aber es ist in Ordnung. Vielen Dank. Sollen wir sie wegbringen? Er hält die Hand auf. Ich schlage vor, ihr wartet jetzt ein wenig und dann könnt ihr sie wieder raus auf die Weide treiben. Haben wir das falsch gemacht? Nein! Perfekt! Gut, wir trinken. Er greift sich einen irgendwo rumliegenden Weinschlauch und geht dann mit seinen Kumpanen nach draußen. Sollten Sie sie nicht nur in die Nähe der Stadt bringen? Ja, offenbar ist nur die Hälfte der Nachricht angekommen. Aber schaut! Sulamin geht mal zu den Stuten rüber. Die sind wahrscheinlich noch etwas erhitzt, weil sie hier jetzt gerade reingaloppiert sind. Vor allem sind sie staubig. Das macht nichts. Pferde sind auch staubig willkommen. Und Zulamin streichelt sie zärtlich. Gutes Personal ist schwer zu finden, dieser Teil, nicht wahr? Ja, die Verkina sind sehr eigen. Aber sie sind, nun ja, große Krieger. Sie bilden gewissermaßen unsere Hauptstreitmacht. Aha. Und diese Wilden? Gegen wen? Gegen die anderen Erhabenen selbstverständlich. Mit einigen sind wir verbündet, wie mit der Alachami. Aber es gibt auch einige, mit denen wir nicht so gut stehen. Insbesondere Malik Bey. Er und Reshalia. Schwieriges Thema. Ihr könnt es euch vorstellen. Allein schon die religiösen Differenzen. Die Misogynie der Novadi und... Ja, das passt einfach nicht zusammen. Aber diese Verkina, die sind ja über den Rastulzweil gekommen. Also Darun und Yalan und ich und Abelmir. Und wir sind auch auf ein paar getroffen. Und
immer, wenn sie uns angegriffen haben, dann habe mir oder Isarun irgendetwas gezaubert, sind sie voll Furcht weggelaufen. Also furchtlose Krieger sahen die nicht aus. Sind die hier anders? Sie haben zumindest mehr Erfahrung mit Zauberei. Aber ihr kennt das ja. Wisst ihr, die Verkiner sind ein wenig so wie die Trollzacker, mit denen wir damals herumzogen. Die ließen sich doch auch sehr stark beeindrucken von eurer Zauberei, nicht wahr? Ja. Ja, das stimmt. Ah, die Mondmacht. Was meinten Sie mit Blutlose? Ach, sagten das nicht auch die Trollzacker immer? Hatten sie tatsächlich. Wenn ich mich nicht täusche. Sie meinen wohl damit, dass wir weniger wild und mutig seien als sie. Aber sie lassen sich auch vom Gegenteil überzeugen. Wenn sie jemand im Duell besiegt, dann sind sie sehr motiviert, ihn in ihren Stamm aufzunehmen und erweisen ihm auch den entsprechenden Respekt. Aber vielen, das wäre ein weiterer Stamm. Was meinst du? Oh, ihr habt doch jetzt schon den einen. Das ist doch nur noch mehr Aufwand, Boltax. Jalan. Ihr wollt uns doch nicht die Bankalil abspenstig machen, oder? Jalan, so ein eigener Stamm. Das bitte, so das würde ich, so das würde ich mir im Traum nicht einfallen lassen. Ja, aber gegen die Orks wären die doch ganz nützlich. Richtig. Überleg mal, wie deine Frau beeindruckt wäre. Meine Frau wäre garantiert nicht beeindruckt, wenn ich 2 Dutzend ungewaschener, haariger Wilder nach Hause schleife. Was glaubst du, warum ich dich nie eingeladen habe? Also wirklich, Jalan. Das ist aber nicht nett. Das ist richtig. Rafim ist sehr reinlich. Rafim, richtig. Ja, aber nicht seine Trollzacker-Kumpanen. Also, reinlich sind sie jetzt nicht, aber sie haben ein sehr gutes Benehmen. Also eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, solange du nicht einiges gemacht hast, seit ich sie zum letzten Mal gesehen habe, glaube ich das keinen Moment lang. Jalan, du hast unseren Stamm sehr beleidigt. Richtig. Euren Stamm? Du weißt das. Ja, Boltax hat sich doch diese Tätowierung machen lassen. Ja, ja. Wollten wir nicht irgendwo hingehen? Jalan, ihr wolltet die Pferde bewundern. Kommt hier. Du nur Schmunzel in der Ecke? Ihr habt euch nie die Mühe gemacht, ihnen Namen zu geben. Deswegen habe ich mir die Freiheit genommen. Seht, das hier ist die Leitstute. Ich habe sie Talionmel genannt. Nach der Rondra-Heiligen. Dann das hier ist Etilia. Sie ist wirklich ein Teil der Freude. Sehr sanftmütiges Wesen. Hashnabit. Es ist unglaublich. Sie hat ein Gespür dafür, die nächste Quelle zu finden. Deswegen der Name. Und das ist Rayashta. Wisst ihr noch, als wir sie mit Vitos zusammengestellt haben? Sie mochte ihn irgendwie nicht so. Sie ist insgesamt ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich sie zu meinem Reitpferd gemacht. Ich war mir nie sicher, ob sie Namen verdient haben, wenn man ihre Herkunft bedenkt und alles. Aber es scheint ihnen auch nicht geschadet zu haben. Überhaupt, sie scheinen gut zu gedeihen bei euch. Ich war mir ja unsicher, was die Wärme hier angeht. Ja, also damit kommen sie gut klar. Und tatsächlich wird es nachts auch oft sehr kalt in den Bergen. Insofern kommen sie damit gut klar. Und ihr kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Fohlen sind jetzt ungefähr ein Jahr alt. Rayashtas Fohlen ist ein bisschen jünger. Aber wenn sie ein Jahr alt sind, dann sieht man recht schön, wie ihr späteres Gebäude sein wird. Zwischendurch verwachsen sie sich immer ein wenig und sind hinten höher als vorne. Aber ich denke, man sieht, sie haben gute Anlagen. Durchaus. Also die Hinterhand ist gut bemuskelt. Wenn ich mir die Beine anschaue, auch schön trocken. Sehnen kann man gut sehen. Brustkorb nicht zu ausladend, aber wir kennen das ja, dass die trotzdem sehr ausdauernd sind. Kruppe flach. Ja, schöne Tiere. Sieht aus wie Pferde. Ja, ja, und es ist auch auffällig, wenn man ihnen beim Spielen zusieht. Ich bin sicher, dass sie weniger schlafen als andere Fohlen. Sie haben eine Energie beim Herumtoben. Das ist unglaublich. Ich bin wirklich optimistisch, dass sie die guten Anlagen der Elterntiere geerbt haben. Hoffen wir, dass sie ihre schlechten Anlagen nicht mitgeerbt haben. Das hofft man bei der Pferdezucht doch immer. Bei Rayashtas Fohlen bin ich noch nicht ganz sicher. Ich habe mir große Mühe gegeben, einen passenden Hengst zu finden. Die besten haben natürlich die
Novadi. Mit was habt ihr sie überhaupt gekreuzt? Mit einem Shadif. Das sind doch diese... Sind doch diese, von denen habe ich gehört. Hört am Himmel. Ihr seid Novadi-Pferde, nicht wahr? Ja, ja, die schnellen, kleinen. Wüstenpferde. Kleine Köpfe, zierliche Ohren. Unglaublich zäh. Sie können große Strapazen ertragen. Deswegen dachte ich vielleicht, dass sie eventuell auch die Anlagen für eine besondere Ausdauer mitbringen. Denkt ihr nicht, dass es ein wenig abträglich ist, wenn man gute oder Streit- und Wagentiere aus ihnen machen will? Darüber habe ich auch nachgedacht, aber es ging ja in erster Linie darum, die Ausdauer zu erhalten, und da schien mir ein Shadif eine gute Wahl. Die Novadi verleihen sie selbstverständlich nicht zur Zucht. Schon gar nicht, um sie mit etwas zu kreuzen, was kein Shadif ist. Aber wir konnten da etwas arrangieren. Habt ihr einen Novadi umgebracht und sein Pferd gestohlen? Nicht doch. Wir haben uns den Hengst nur ausgeliehen. Malik Bey hat getobt. Also, wenn ihr den Novadi doch umbringen wollt, dann würde ich das der bereine Gewalten erzählen. Die freut sich. Malik Bey ist ein Erhabener. Ihn umzubringen würde größeres Chaos verursachen. Noch größer, als ihr sowieso vonstatten geht? Was denn für ein Chaos? Es hat alles seine Ordnung. Es ist nur komplex. Die Machtverhältnisse in der Stadt sind kompliziert. Wenn das eure Vorstellung von Ordnung ist, will ich gar nicht wissen, wie eure Preisgewalten aussehen. Nun, ihr werdet es feststellen, nicht wahr? So, meine Schönen, dann wollen wir mal den Jungs sagen, dass sie euch wieder nach draußen bringen können. Bevor ihr hier noch die Blumen abfresst. Sie tätschelt einer der Stuten den Hals und ruft dann die Ferkina wieder rein. Danke, Jungs! Ja, ja! Sie murmeln dann noch irgendwas in den Bart von Effendi und Tanima Effendi und würden dann die Stuten wieder nach draußen führen für ein kleines Handgeld. So könnt ihr die Nacht über schlafen. Teilweise weht euch in der Nacht noch der Gestank der Ledermacher vom Gadang entgegen. Es riecht ein bisschen nach Matsch, ein bisschen nach frischem und ein bisschen nach altem Blut, was dann je nach wechselndem Wind aus den Bergen zu euch rüberdringt. Oder aber, wenn der Wind gerade aus der Stadt kommt, zumindest werdet ihr mit den verschiedensten weiteren Gerüchen konfrontiert und könnt am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen erwachen. Ja, ich würde runtergehen, wahrscheinlich in den Speisesaal vermutlich. Und mal begutachten, was man hier zum Frühstück ist. Hier, keine Ahnung. Datteln. Vielleicht so süßes Blätterteiggebäck? Ich fürchte ja. Ja, es sind drei Sklaven unten. Es wird zum Frühstück gesüßten Reis geben, Pistazien, Feigen und ein bisschen Käse von verschiedenen Tieren. Der Käse sieht verschiedenfarbig aus. Ziegen, Schafe und sicherlich wohl auch Kamele. Gibt es Kamelkäse? Er schmeckt zumindest sehr würzig. Ich schaue mich mal nach Marmelade um oder sowas in der Richtung. Nein, Marmelade wirst du nicht finden. Du guckst in eins der Gläser. Könnte sein, dass das Melonensaft ist, aber Marmelade ist es nicht. Was sieht ihr denn, Abelmir? Marmelade. Oh, das tut mir leid. Wäre euch vielleicht mit einer frischen Feige gedient? Schmeckt sie süß? Ja, natürlich. Kann man sie zerdrücken? Ja, das Innere ist sehr weich. Nun gut, dann wollen wir es einmal probieren. Ja, du zerdrückst sie so ein bisschen auf deinem Brot. Es ist schon irgendwie so eine Art Reisbrot, würdest du sagen. Und kannst dann sehen, wie da so kleine Kerne rauskommen über und dir das Brot so ein bisschen kaputt drückt. Das ist kein guter Marmeladenersatz.
Aber wenn du mal abbeißt. Vielleicht etwas Zucker oder Honig? Honig klingt gut. Habt ihr schon mal nachgedacht, hier etwas so etwas wie Marmelade zu etablieren? Nicht wirklich. Ich esse meist gar nichts Süßes zum Frühstück. Es muss gewöhnlich bis zum Abendessen vorhalten und Süßigkeiten machen nicht so satt. Aber ja, prinzipiell habe ich nichts gegen Marmelade. Es ist mir einfach nur kein großes persönliches Anliegen. Was würde ich jetzt für ein gutes Glas Erdbeermarmelade geben? Naja. So, Raffi würde auch mal die Treppe runterstampfen. Oh, wunderbar, Frühstück. Wo ist mein Fleisch? Nicht in diesem Krug. Sulamin, kann ich deine Sklaven selber anfahren oder machst du das? Nur zu. Beziehungsweise, ich weiß nicht, eigentlich weiß ich ja, dass Raffim Fleisch ist. Also sollte ich die Sklaven eigentlich vorgewarnt haben, oder? Ja, also wenn du mal nachfragst, werdet ihr sicherlich so ein bisschen Ziegenfleisch bekommen. Ja, Tempo! Bisschen Bewegung da reinlegen! Ah, die bei uns im Haus sind besser trainiert. Oh, was ist denn hier so laut? Ja, genau. Eigentlich dachte ich ja, ich könnte noch etwas schlafen. Ich habe gar nicht gut geschlafen. Es hat so furchtbar gestunken. Ja. Guten Morgen erst einmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Doch, ich habe nur die örtlichen Sklaven mal ein bisschen angetrieben, damit da mal ein bisschen Tempo in die Bewegung kommt. Es tut mir sehr leid, Isarun, dass ihr nicht gut geschlafen habt. Es muss der Gestank von den Gerbereien herübergezogen sein. Es hängt von der Windrichtung ab, das ist nicht jeden Tag so. Ja, wahrscheinlich war es das. Ja, schade, dass der Wind nicht aus einer anderen Richtung... Oh, sind das Datteln? Ja, die taugen nicht als Marmelade. Natürlich nicht, man isst sie so oder getrocknet. Also ich nehme lieber die Pistazien. Oh, die sind auch sehr lecker. Mein Onkel, er war früher Gesandter des Mittelreichs in Kunchum, hat uns oft welche geschickt. Oh, interessant. Eure Familie hat ja richtig Rang und Namen, Isarun. Richtig Rang und Namen. Nun ja, ein wenig. Der Honig ist nicht schlecht. Wenn man das zusammen mit den Datteln kombiniert. Ja, mein Ziegenfleisch ist... ein Süßschnabel, oder? Ich streiche... Datteln auch noch mit Honig zu bestreichen, ja, also das ist schon wow. Verquetschte Datteln mit Honig, also das ist irgendwie eine ziemliche Schweinerei von meinem Teller. Und in deinem Gesicht. Ja. Ja, auf alle Fälle könnt ihr dann frühstücken. Abelmir kann sich dann noch ein bisschen informieren, was man den Tag über so isst, damit man noch ein zweites und drittes Frühstück oder so bekommt. Irgendwelche Garküchen werdet ihr sicherlich auftreiben können. Und dann aufbrechen. Möchtet ihr zum Chor-Tempel oder zum Raya-Tempel? Ondra-Tempel. Ja, wir müssen ja erstmal hochkommen. Ja, natürlich. Also ihr könnt auch durch die Gassen, entweder durch Keshal Issik oder eben über die Brücken. Ja, wir wollten nicht gerne abgestochen werden. Deswegen. Ja, ich habe das Gefühl, da reibt sich jemand im Hintergrund schon die Hände, wenn wir jetzt Gassen sagen. Bringen wir Chor einfach hinter uns. Ja, genau. Ja, ich würde auch sagen, wenn wir da dann hoch können, dann tun wir das. Ja, so könnt ihr den kurzen Weg aus von eurer Villa in Richtung des Chor-Tempels gehen. Neunstöckiges, neuneckiges Gebäude. Wie gesagt, ein fensterloses Prisma mit roten und schwarzen Ziegeln und könnt dann durch eine der Türen ins Innere treten, wo ihr in einer gewaltigen Halle steht, wo unter anderem der gute Kampf gepriesen wird. Ihr könnt den schwarzen Speer hier bewundern und auf einem Thron sitzt, ähnlich wie in Kunchum, der Hüter. Ja, ich hätte den Bären aber jetzt zu Hause gelassen, weil ich nicht weiß, ob der da hochkommt. Deswegen lasse ich den erstmal zu Hause und weil hier ein Panther ist. Ja, du kannst erkennen, wie wohl eine riesige, gewaltige Statue von Raskorda, die heilige Mantikore, die du befreit hattest, hier angebracht ist. Und genau davor liegt dann auch ein gewaltiger Panther. Ja, wie gesagt, auf einem weiteren Thron kannst du dann den Richter der neuen Streicher erkennen, die höchste Autorität in Fragen des guten Kampfes, das Gesicht wie immer verschleiert, behelmt. Und ihr könnt euch ein bisschen umsehen. Mächtige Treppen, die links und rechts nach oben führen über die anderen Stockwerke.
Und die ein oder anderen Söldner, die dann hier Kontrakte aushandeln. Ihr könnt auch Schilder erkennen, die hier angebracht sind mit verschiedenen Preisen. Es gibt Söldner, die dann auch explizit für die blutige Gesee gesucht werden, für Kampf in den Schwarzen Landen oder aber eben Kampf gegen die Novadis in der Wüste, irgendwelche Führer und so weiter. Also alles, was ihr braucht, könntet ihr hier finden. Unter anderem kann Jala noch entdecken, wie hier einige Zwerge von den Kurknaben zu finden wären. Versuche nicht erkannt zu werden. Von denen. Ich wink denen selbstverständlich freundlich zu. Ah, oh. Versuche mich irgendwie in Raphins Sichtschatten zu halten. Oh, sehr schwer sein dürfte. Hier. Oh. Ja, ich würde mich einmal dem Hüter des Speers eine halbe Verbeugung andeuten, den aber auch nicht weiter beachten. Ich würde ihn ja nicht herausfordern und ich glaube nicht, dass der einer ist für ein gutes Gespräch. Und würde mich mal nach einem anderen Geweihten umschauen, den ich finde. Ja, nach kurzer Suche findest du dann auch drei Stück, die hier stehen. Allesamt in schwarzer und roter Plattenrüstung und mit den heiligen Ritualsymbolen von Kor. Haben allesamt ihren Spieß in der Hand und nicken dir dann zu. Anerkennt. Ein Sohn von Kor grüßt seine Brüder und Schwestern. Sei gegrüßt, schön euch, Bruder. Schön euch zu sehen. Ich komme ja aus dem Süden, aber ich und meine Gefährten hier würden gerne auf den Straßen oberhalb der Stadt wandeln, damit wir nicht in dem ganzen Dreck herumlaufen müssen. Al-Anfa, ja? Natürlich. Der Panther. Wir lassen euch selbstverständlich nach oben. Aber abhängig davon, in welche Richtung ihr geht, werdet ihr entweder kämpfen müssen oder eine Einladung brauchen. Beides sagt mir zu. Sie nicken. Ja, wunderbar, dann lasst uns weitergehen. Das ging erstaunlich einfach. So einfach kann's gehen. Natürlich, ich bin ja auch Chorgeweihter, warum sollte das nicht einfach gehen? Ich weiß nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt in den Brias-Tempel gehen, hätte man uns nicht einfach so reingelassen. Und ich bin mir sicher, na gut, im Brias-Tempel vielleicht. Ich kann dir sagen, warum. Im Brias-Tempel, ihr seid so viele, ihr kennt euch alle gar nicht. Aber wir Chorgeweihte, wir sind auch wirklich Brüder und Schwestern. Ich glaube eher, es würde unserer Sache helfen, wenn man uns da kennt, wenn man uns da nicht kennt. Na egal. Außerdem haben wir auch nicht so strenge Regeln. Ist ja auch langweilig. Also, lass uns laufen. Ja, so könnt ihr die vielen, vielen Schritte nach oben steigen, an weiteren Schreinen vorbei, die dann wohl Rahandra gewidmet sind, anderen, ja, Pharmalors auch hier vertreten, was vielleicht Beutax wieder gar nicht so zu erfreuen scheint, aber ja. Ja, nachdem ihr dann nach oben getreten seid, könntet ihr dann noch eine der schwankenden Brücken betrachten, die dann in verschiedene Richtungen führen. Unter euch liegt dann auch die große Arena von Murak. Murakbär. Die Alkira. Seht, das ist die Arena. Hier werden die Festspiele stattfinden. Ihr könnt auch gerade erkennen, wie irgendwelche Holzbuden von ja, Bettlern, also es ist kein richtiges Haus. Zumindest werden die gerade von Stadtwachen angezündet und die Bettler rausgetrieben. Die Arena wird gerade geräumt. Sie werden danach die Sitzbänke neu machen müssen. Zumindest in Teilen. Aber in 2 Tagen sollte dann alles bereit sein, denke ich. Ich bin gespannt. Die Kämpfe gehen üblicherweise in 9 Runden Chor zu Ehren. Und wer alle 9 Runden überlebt, nun, dem winkt ein besonderer Preis. Viele unfreie Sklaven und dergleichen versuchen ihr Glück, um auf diesem Wege ihre Freiheit zu erlangen. Aber nicht viele haben es je geschafft. Und kämpfen sie da gegeneinander, oder? Es ist unterschiedlich. Teilweise sind es Gladiatorenkämpfe, teilweise geht es gegen wilde Tiere und solche Dinge. Interessant. Ihr könnt hören, wie sich Schritte die Treppe hinter euch nach oben bewegen.
Und wenn ihr euch umdreht, könnt ihr eine gehörnte Kreatur erkennen. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob es der Helm ist oder ob die Hörner tatsächlich aus seinem Kopf herausragen. Tatsächlich sind die Spiele, die wir morgen abhalten, nicht die Spiele von Kor, sondern Leftanarien. Und ihr seid... Banshahan. Er nickt euch zu. Hallo, ich habe gehört, dass ihr hier seid. Ohne einen guten Kampf die Treppe nach oben gekommen. Er schüttelt so ein bisschen bedauernd den Kopf. Schwach. Das hättet ihr jetzt nicht sagen dürfen. Oder Schwester töten. Macht einen schlechten Eindruck. Außerdem hatte Rafim schon guten Kampf in dem Moment, als er die Stadt betreten hat. Was ein guter Kampf ist, entscheidet er oder wir? Ja. Ihr seid immer so herrlich streitsüchtig. Das gefällt mir. Also, was wollt ihr außer meckern wie eine alte Ziege? Ich überlege noch, ob ich dich herausfordere. Ja, man sieht sich doch mit Sicherheit in der Arena, oder nicht? Auch wenn es zu Lefthans Ehren ist, würde ich doch auf einen guten Kampf nicht verzichten. Er wird jetzt den Kinnriemen von seinem Helm öffnen und ihn dann merkwürdig wegklappen. Es ist wohl eine Sonderanfertigung und du kannst erkennen, dass ihm tatsächlich Hörner aus dem Kopf gewachsen sind. Deswegen muss er den Helm anders abnehmen als sonst. Du kannst auch erkennen, wie seine Zähne wohl angefeilt sind und er gibt dir mit einem Grinsen die Hand. Wir sind Hornbrüder. Aber Leftan zu Ehren, nickt er dir zu, werden wir uns Blut vergießen. Ein Geweihter des Razrak. Ich bin mehr als beeindruckt. Ich hab von euch nur schon mal gehört, aber einen gesehen habe ich noch nie. Vergessen werdet ihr mich zumindest nicht. Wir sehen uns in der Arena. Ja. Oh, ja, deswegen geht man den Chortempel hoch, da bekommt man gleich immer noch eine Herausforderung. Was bitteschön ist das für ein unheiliges Vieh? Ein Geweihter, wenn ich mich nicht sehr irre. Ich habe schon viele Geweihte gesehen, Sulamin, und niemandem davon wuchsen Hörner aus dem Kopf. Ja, er sagte, Razrak, das ist ein alter tulamidischer Stierkult. Ich denke, das erklärt die Hörner. Stierkult. Stamme von den Minotauren ab. Was jetzt erstmal ganz glaubwürdig ist wegen den Hörnern. Er grinst dich wieder aus seinen angefeilten Zähnen an.